Jo, liebe Minecraft-Freunde, wir haben mal wieder 23 Uhr und ich dachte mir so, hey, ich will jetzt wieder Minecraft spielen. Deswegen mache ich jetzt erstmal die Musik leise. Und ja, es dürfte auffallen, wir spielen mit einem anderen Resource Pack. Ich rede wesentlich leiser, weil hier in diesem Haus schlafen alle. Außer die Leute, die wahrscheinlich unter mir wohnen. Da ist eine Kuh. Mo. Okay. Da ist irgendwas drin bei den Hühnern. Ja, wir spielen jetzt mit dem Misas Resource Pack. Und gucken jetzt erstmal, was da bei unseren Hühnern drin ist. Warum liegt hier Holz? Wow. Okay. Ja, ne, GG. Wieso sind das so viele Hühner? Naja, was soll das, ne? Oh, oh. Na, hey, Kuh, ist hier noch eine zweite? Das wäre jetzt ideal. Jetzt noch eine zweite Kuh wäre nice. Hallo? Da ist noch eine Kuh. Geil. Leute, wir haben Kühe. Ich hoffe, das ruckelt jetzt auch nicht allzu sehr. Ne, Werkzeuge ruckeln nicht. Werden die jetzt auch nicht abschlachten. Da haben wir Hühner. Und, nee. Hallo Kuh. Mo. Was hatte ich vor genau? Das Knochenmehl nehmen wir uns einfach um. Bam. Genau. Perfekt. Das war der Plan. Weil mit Knochenmehl, das wissen die meisten auch nicht, kann man einfach Wiese wachsen lassen. Sieht man jetzt bei den Misas Texturen nicht unbedingt ganz so gut, aber das ist ja egal. Haben wir hier irgendwo offene Fläche, wo das besser geht? Ah, egal. Wieso kommen da jetzt keine Seeds mehr raus? Können wir erstmal eine verraten? Gibt's da jetzt nicht? Die Schnatzen? Möchte halt jetzt mit dem Schwert. GG. Komm, hier nochmal. Jetzt komm, ey. Ja, vier, ey. Ein Skelett, drei, ne, zwei Knochen und nur fünf Seeds. Was wir noch haben, wir haben Optifine. Dann kann ich einfach zoomen und das Glas ist connected. Das sieht schöner aus. Okay, wir haben jetzt hier eine Kuh. Das erste, was wir und okay, 6. Wir hatten, glaube ich, auch noch 2. Ja, nice. Dann machen wir uns jetzt mal eine Hö. Eine Ho. Nicht das englische Wort für Freudenmädchen. Was? Fang an zu ackern. Ja, mach ich, liebes Spiel. Danke. Dann können wir uns gleich mal wieder ein bisschen durchs Gemüse holzen. Ich hoffe, hier ist jetzt. Ist hier irgendwo Wiese am Wasser? Hallo, Mr. Ksch. Ist das noch eine Kuh? Das ist dieselbe. Geh weg. Kusch. Ich glaube, wenn ich jetzt. Ich ist auch keine Wiese am Wasser. Was soll denn das? Ich kann. Nee, ich will jetzt nicht ohne Wasser an. Oh. Gut, mache ich das anders. Oder?
Jetzt habe ich eine Blume gepflanzt. Okay. Auch gut. Nehmen wir uns den Dirt Block. Und packen diesen Dirt Block einfach. Die 8 und packen den dahin, dann so. Packen wir wieder eine Blume drauf, genau. Was mich interessieren würde, geht das auch nach oben? Nein, oder? Egal, lassen wir jetzt einfach so. Und mit den anderen zwei Samen kommen jetzt einmal 6 eingepflanzt. Nehmen wir uns jetzt hier einfach 2. Schnappen uns das Huhn und die werden dann rollig und machen noch ein Huhn. Und sobald die alle wachsen, kriegen wir Eier und EP. Ist schon da. Ja, dann holzen wir uns hier ein bisschen in echt durchs Gemüse, weil unsere kleine Hütte muss ja auch größer werden. Ja, mö. Wilfried oder Winifred oder sucht ihr euch einen Namen aus. Sucht euch einen Namen aus für die Kuh, schreibt ihn mir und fertig. Es sind jetzt schon 6 Minuten und ich bin nur am Rumpimmeln. Unglaublich. Ja, ich hoffe, das Ruckeln ist jetzt weg. Also es ruckelt auf jeden Fall nicht auf dem rechten Bildschirm. Da läuft es eigentlich ganz flüssig. Ich habe mir die letzte Aufnahmesession angeguckt. Das waren ja 3 Parts. Und habe da gesehen, dass es halt ganz schön am Ruckeln war und dass ich jetzt keine Axt mehr habe. Das ist beiderseits doof. Aber, ne, kann man nichts machen. Ist halt so. So wird es Nacht? Nee, zum Glück. Ah, genau, ich habe jetzt auch unsere Sichtweite runtergestellt, aber ich würde schon gerne. Nee, nicht da. Option, Geräusche. So, geht das so? Oder laggt's dann? Ja, soweit ich sehe, im Aufnahmeprogramm leckt es nicht. Das heißt, wir können so, können wir auch wieder hier hoch auf den Berg gucken. Machen hier mal die zweite Tür auch auf, weil was soll schon großartig passieren. Wir müssen auch demnächst. Habe ich jetzt einen Holzblock rausgenommen? Nee. Ach nee, ich hatte gar kein Holz rausgenommen. So. Also manchmal ist das echt ätzend. So. Haben wir Inventory Cheeks, dann geht das ja. So, dann holzen wir jetzt einmal das gesamte Gemüse ab. Und hoffen, genau, dass ganz viele Äpfel droppen, bis der Weizen ordentlich gewachsen ist. Das könnte eine Weile dauern. Und ich habe mich offscreen, habe ich mich ein wenig umgesehen. Und es ist hier wirklich kilometerweit nichts rum. Und ich bin dann einfach mal von hier aus, weil das so eine gute Wiederfindstelle war, bin ich einfach in die Richtung geflogen. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht die Blöcke gezählt, aber so ungefähr 1000 Blöcke in diese Richtung. Da wäre Land. Also kein Festland, das wäre auch eine Insel und ich hatte echt überlegt, ey, die Insel ist auch geil. Und ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, die Aufnahme zu löschen und da einfach anzufangen. Hätte ich aber das Problem gehabt, dass ich wüsste, dass wir hier auf dieser Insel schon angefangen haben und wüsste dann, ey, da hinten steht ein Haus und